Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Videovorschlag, was wäre, wenn Kion und Rani Geschwister wären. Wenn du dich für König der Löwen oder die Garde der Löwen interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. So, starten wir los mit dem heutigen Thema. Vorab möchte ich gleich klarstellen, dass ich nicht glaube, dass diese Theorie in den Filmen oder in der Serie, so wie wir sie kennen, möglich ist. Es mag zwar in der Tierwelt durchaus möglich sein, dass verwandte Tiere irgendwie miteinander zusammenkommen, aber das ist immer noch ein Disney-Film bzw. eine Disney-Serie und ich glaube nicht, dass Disney das in irgendeiner Weise einbauen würde. Dementsprechend gehen wir für unsere Theorie einfach davon aus, dass Rani mit Kion am Königsfelsen aufwächst und am Baum des Lebens im Prinzip dann nur Balio. Wenn wir in unserer Theorie davon ausgehen, dass Kiara nicht existiert, könnte ich mir vorstellen, dass Rani hier die Erstgeborene wäre und somit die Thronfolgerin. Und in diese Theorie würde sich vermutlich nicht viel ändern. Denn wenn Rani ungefähr die Rolle von Kiara einnimmt, könnte ich mir vorstellen, dass es ziemlich gleich verlaufen würde wie in König der Löwen 2. Nur halt statt Kiara mit Rani. Also sie würde irgendwann auf Kovu treffen, irgendwann würden die beiden zusammenkommen. Ja, wir kennen das Ganze. Die Story hätte nur Einfluss auf Kions Charakter. Zumindest früher oder später. Denn spätestens an dem Punkt, an dem er zum Baum des Lebens reisen muss, um seine Narbe heilen zu lassen, würde er dort auf die Nachtschar treffen, die allerdings nur von Balio angeführt werden würde. Balio hatte auf mich ein bisschen den Eindruck in der dritten Staffel, dass er jetzt noch nicht erwachsen genug gewesen wäre, um die Nachtschar anzuführen. Ich glaube aber, dass sich sein Charakter in dieser Theorie ganz anders entwickelt hätte. Denn als Einzelkind hätte er hier viel mehr Verantwortung. Er wäre hier nicht nur der Anführer der Nachtschar, sondern er wäre vermutlich auch darauf vorbereitet worden, irgendwann König zu werden. Ich könnte mir hier für das Ende der dritten Staffel nur vorstellen, dass Kion entweder vielleicht mit Vitani zusammenkommen würde oder vielleicht auch irgendwie mit Balio. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Aber was wäre, wenn Kiara auch existieren würde? Wenn Kiara die Erstgeborene wäre, würde sich an ihrer Story grundsätzlich nichts ändern. Es würde hier eigentlich nur zusätzlich noch Rani ins Spiel kommen und ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach ein Part der Garde der Löwen geworden wäre. Vielleicht sogar die Anführerin. Denn wie wir es durch die Garde der Löwen Staffel 3 wissen, hat sie ja auch ziemlich gute Qualitäten als Anführerin. Aber was denkt ihr? Glaubt ihr, dass Rani oder Kion die Garde der Löwen anführen würde? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat dieses doch etwas kürzere Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!